Es wird oft beobachtet, dass der Vietnamkrieg der erste Krieg war, der in den Wohnzimmern Amerikas ausgetragen wurde, weil die Berichte einschließlich der Kampfaufnahmen fast sofort über die Fernsehnachrichten verbreitet wurden. Die Übermittlungen von Informationen ist nur noch schneller geworden, da nicht nur Regierungen und professionelle Nachrichtenagenturen, sondern auch Bürgerjournalisten als unmittelbare Zeugen der Geschichte per Livestream berichten. Trotz der Wahrheit von Bildern und Berichten kann es immer noch Zweifel geben, und das zu Recht. Ein perfektes Beispiel für dieses Phänomen tauchte in den ersten schrecklichen, tragischen Tagen der russischen Militärinvasion in der benachbarten Ukraine auf. Der Konflikt, in dem Schlachten zu Wasser, zu Lande und in der Luft ausgetragen wurden, brachte schnell einen mysteriösen Helden hervor, der dann die sozialen Medien im Sturm eroberte. Seine fast unvorstellbaren Heldentaten am Himmel über der Ukraine brachten dem unbekannten ukrainischen Piloten den Spitznamen »Der Geist von Kiew« ein. Nach Angaben der New York Post machten in den sozialen Medien Berichte über abgeschossene russische Flugzeuge die Runde, von denen viele anscheinend von demselben ukrainischen Piloten abgeschossen wurde, der sein Heimatland verteidigte. Die am weitesten verbreitete Geschichte besagt, dass der angebliche Geist von Kiew, der eine MiG-29 russischer Bauart, ähnlich dem oben abgebildeten Flugzeug, gesteuert hat, im Alleingang 4 russische Kampfjets abgeschossen hat, darunter 2 Su-35-Flanker, eine Su-27-Flanker und eine MiG-29 Fulcrum. Doch das war noch nicht alles, denn der Pilot soll auch 2 Su-25 Frogfoots abgeschossen haben, die als Bodenangriffsflugzeuge gelten. Damit erhöhte sich die Zahl der vom Geist von Kiew angeblichen Tötungen auf 6, und das an einem einzigen Tag. Aber wie alles, was viral geht, wirft auch diese Geschichte vom Geist von Kiew Fragen auf. Es wurde Videomaterial geteilt, das angeblich den heldenhaften Piloten in Aktion zeigt. Mindestens ein Video wurde mit einem Luftkampfsimulator aus dem Jahr 2008 erstellt. Es wurde auf YouTube nicht als Nachrichtenmeldung, sondern als Hommage an den Geist von Kiew veröffentlicht. Es enthielt die Bildunterschrift: Wenn er echt ist, möge Gott mit ihm sein. Wenn er ein Fake ist, bete ich für mehr wie ihn. Gibt es tatsächlich einen Geist von Kiew? Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Laut einem Bericht der New York Post vom 25. Februar haben ukrainische Beamte die Berichte bisher nicht bestätigt. Die Situation in der Ukraine hat sich auch schnell entwickelt, und die Wahrheit über die Geschehnisse geht manchmal in der Übersetzung verloren, wird mit den sozialen Medien durcheinandergebracht und sogar von der russischen Regierung mit völligen Fehlinformationen in die Situation gepumpt. Die Nachrichtenseite Marca zitiert den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der auf Twitter ein Foto des Geistes im Cockpit seines Flugzeugs hochgeladen hat, wie er sagte. Der Pilot ist in voller Flugmontur und daher nicht zu erkennen. Die Nachrichtenseite riet jedoch auch zur Vorsicht in Bezug auf ihren eigenen Bericht und stellte fest, auch wenn der ehemalige Präsident Poroschenko nur ein Bild eines generischen Piloten gepostet hat, gibt dies allen Bürgern der Ukraine, die gerade für ihr Land kämpfen, Hoffnung. India Today berichtete am 26. Februar über ein weiteres Twitter-Posting, dieses Mal von Mykola Tochitsky, dem ukrainischen Botschafter bei der Europäischen Union. Tochitsky bestätigte ebenfalls die Geschichte vom Geist von Kiew und fügte hinzu: Ein weiteres Beispiel für die Bereitschaft des ukrainischen Volkes zum Widerstand. Die zivilisierte Welt muss helfen, unsere Freiheit zu schützen. Der Abschuss von 5 Flugzeugen bringt einem Piloten den Titel eines Asses ein, und wenn er echt ist, wurde der Geist von Kiew bereits als erstes europäisches Ass seit dem Zweiten Weltkrieg angekündigt. Zwar waren 6 russische Flugzeuge sowie 2 Hubschrauber abgeschossen, doch wurde nicht bestätigt, dass sie von einem einzigen Piloten abgeschossen wurden. Einige der größeren Nachrichtenorganisationen haben sich ebenfalls skeptisch über die Existenz des Geistes geäußert. Newsweek berichtete am 25. Februar, dass der Geist von Kiew höchstwahrscheinlich keine reale Person und die Geschichte nichts weiter als eine urbane Legende ist. Es wird auch spekuliert, dass es sich um eine Geschichte handeln könnte, die eingeführt wurde, um die ukrainischen Bürger zu vereinen und ihnen inmitten unvorstellbarer Widrigkeiten Mut zu machen. Auch der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, trägt seinen Teil dazu bei. CNN berichtete am 26. Februar, dass Präsident Zelensky ein Angebot der USA, ihn aus der bedrohten ukrainischen Hauptstadt Kiew zu evakuieren, abgelehnt habe. Nach Angaben der ukrainischen Botschaft in Großbritannien sagte Zelensky: Der Kampf ist hier, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an, und bald gibt es noch mehr Grunge-Videos über Geschichte und mehr. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video verpasst.